Mutter von einem Kind zu sein, ist nicht einfach. Aber im Vergleich zu Mariam Namatanzi ist es nichts. Sie lebt in Uganda, ist 38 Jahre alt und hat 38 Kinder. Als sie 12 Jahre alt war, wurde sie zwangsverheiratet. Ein Jahr später brachte sie Zwillinge zur Welt. Es folgten 5 weitere Zwillingsgeburten, außerdem 4 Drillingsgeburten und 5 Vierlingsgeburten. 44 Kinder also insgesamt, 6 von ihnen leben nicht mehr. Nach der letzten Geburt vor 2,5 Jahren reichte ihr Mann die Scheidung ein. Seitdem ist das Leben der großen Familie noch schwerer geworden. Essen ist nicht das einzige Problem. Es wird schwer, wenn die Kinder krank werden. Außerdem müssen die Schulgebühren bezahlt werden und die ganzen lebensnotwendigen Dinge. Ich versuche einfach irgendwie über die Runden zu kommen. Um Geld zu verdienen, schneidet Namatanzi Leuten die Haare, sammelt Altmetall und braut Gin. Trotzdem fehlt es oft an Geld. Schließlich müssen pro Tag etwa 25 Kilogramm Maisbrei auf den Tisch gestellt werden. Fleisch und Fisch gibt es nur selten. Hilfe bekommt Namatanzi von ihren Kindern. Es geht uns gut, wir machen das, was unsere Mutter uns sagt. Auch wenn das heißt, dass wir für die Jüngeren kochen müssen. Die Älteren helfen bei der Arbeit, wenn sie nicht da ist. Wir kümmern uns um die Kleinen und bringen sie ins Bett. Die Schlafplätze in den Betten sind heiß begehrt. Doch nur 12 Kinder finden hier Platz. Die anderen müssen auf einem Matratzenlager schlafen oder auf dem Boden. Namatanzi sagt, sie habe immer eine große Familie gewollt. Der Grund ist ihre eigene Kindheit, die sehr schwer war. Kurz nach ihrer Geburt ließ die Mutter die Familie im Stich. Der Vater heiratete erneut. Doch die Stiefmutter ermordete alle Kinder. Nur Namatanzi überlebte durch einen Zufall. Mit durchschnittlich mehr als 5 Kindern pro Frau hat Uganda eine der höchsten Geburtenraten der Welt. Doch mit ihren 38 Kindern ist Namatanzi und ihre Familie nicht nur hier etwas ganz Besonderes.